Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski, der Facility Manager hier im Deutschen Bundestag, auch The Shadow Man. Ja, ich soll mal das Bild hier von mir ein bisschen besser zeigen hier. Also, da ist das Gemälde von mir. Ich zeig's mal da. So, da ist es ja. Ich muss es zeigen. Da sitzt meine Bundestagsameise immer davor. Ja, die passt auf, dass das Bild nicht wegkommt. Ja, Freunde, ich bin Robert Götz, Matuszewski. Ich habe einen Schatten, denn wer im Bundestag arbeitet, der muss einen Schatten haben. Im Hintergrund macht sich Bruno Peter, mein Hausmeister, gerade Kaffee. Finde ich gut, ja. Und ich bin aber schon munter. Ich brauche keinen Kaffee. Ich habe gute Nachrichten. Die bauen mich auch auf, ja. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Adams, ja. Der Herr Adams von World Economy Forum, der hat gesagt, Wahlen sind schlecht für die Demokratie. Ja, ist wirklich wahr. Ja, also ganz schlecht. Also Wahlen, ja, das ist ja quasi schon fast das Undemokratischste, was das überhaupt geben tut, ja. Können wir in einer Demokratie überhaupt nicht gebrauchen. Da hat natürlich der Kollege vom World Economy Forum recht. Wahlen sind schlecht für die Demokratie. Freunde, ja. Ich habe da zwar nicht verstanden, aber ich meine, wenn es einer vom World Economy Forum sagt, ja, das ist ja immerhin von Klaus Schwab zu Gottes Gnaden, ja, ist ja eine Privatorganisation von Privatiers und Milliardären, die unter anderem ja auch von Bill Gates unterstützt werden. Und wenn Bill Gates dahinter steckt dann und Bill Gates dazu nichts gesagt hat, dann wird das wohl seine Richtigkeit haben. Wahlen sind schlecht für die Demokratie. Ja, in diesem Sinne kann man doch mal einfach ganz entspannt in die Zukunft blicken, wenn solche Leute die Macht übernehmen, oder? Das sind ja auch die, die gesagt haben, du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein, ja. Bildung sagen, so unpolitisch wie die breite Masse ist, muss sich überhaupt niemand Gedanken machen, dass diese Agenda auch nur ansatzweise behindert wird, ja, oder sich irgendjemand in den Weg stellt. Wir ziehen unser Ding jetzt einfach mal durch, ich sage jetzt mal wir. Und früher oder später schaffen wir die Wahlen einfach mal ab und dann ist die Demokratie auch geschützt. Kann nichts mehr passieren. Ja. Man sieht das ja auch mit der AfD. Ja, da kommt die einfach hier auf 22% laut Umfrage. Und möglicherweise in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen bald auf Platz 1. Können wir gar nicht gebrauchen. Wahlen, da seht ihr es, Wahlen sind schlecht für die Demokratie. Ich unterstütze World Economy Forum, ja. Und natürlich unterstütze ich die Ampel. Und ich unterstütze CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von unserem Führer Olaf Scholz. Habt ihr das mitbekommen? Der Kai Gnifke von ARD hat gesagt, die Grünen und die CDU, das ist das Konservativste, was das momentan geben tut. Ist wirklich wahr, ja. Die Grünen und die CDU ist das Konservativste, was es im Moment geben tut. Sagt Kai Gnifke. Böse zu sagen, also spätestens jetzt müsste eigentlich dem größten Vollidioten klar sein, ja, dass hier jedes Wort satanisch verdreht wird. Ja, Wahrheit ist Lüge, ja, Lüge ist Wahrheit, Freiheit ist Gefangenschaft, ja, rechts ist links, ja, ja. Klimawandel ist in Wirklichkeit ganz natürlich und so weiter und so fort. Freunde, das stimmt zwar alles, ist doch aber nicht richtig. Natürlich sind die Grünen und die CDU das Konservativste, was wir bisher überhaupt haben. Kai Gnifke, ARD, da zahlt man gerne GEZ-Gebühr für solche Geistesblitze, ja. Böse Zungen sagen, der Arzt hier, Hirschhausen hat ja gesagt, Hitze lässt das Gehirn schrumpfen, ja, weil das Eiweiß da irgendwie gerinnt, ja. Und wahrscheinlich war der Kai Gnifke etwas länger in Ägypten im Urlaub und, aber egal, böse Zungen, nicht meine Worte. Freunde, ich schicke euch in eine tolle Woche. Wenn ihr gerade nicht gut drauf seid oder krank seid, ganz schnelle gute Genesung von uns allen. Werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft. Wir halten zusammen. Und es ist alles gut. Wir müssen da bloß noch hin. Und immer dran denken, ja, Grünen und CDU, das ist das Konservativste, was es bei uns überhaupt nur gibt. Und wir haben ja jetzt über Jahre gelernt, konservativ ist schlecht, progressiv ist gut, deshalb wählen wir alle AfD. Ganz einfach. Quatsch, nein. Was sage ich denn da? Egal. Grüße von meiner Truppe und von Martina. Ich freue mich jetzt über euren Kommentar, das Däumchen hoch und liebe Unterstützer, danke für eure Unterstützung. Das motiviert mich und macht meine Arbeit erst möglich. PayPal und Konto hängt hier drunter. Ich mache weiter, ihr macht weiter, alles ist gut. Wir müssen da bloß noch hin. Hab euch lieb, tschüss, Kids, ja. Grüne und CDU, das ist das Konservativste, was wir momentan haben. Kai Gnifke. Also Freunde, wir müssen unbedingt die GEZ-Gebühren erhöhen. Also unbedingt, ja. Also für solche Weisheiten zahlt man doch gerne auch etwas mehr.